Was passiert da heute Abend in Leipzig? Das fragen sich zur Stunde viele Menschen. Legida und Legida-Gegner haben Demonstrationen angemeldet. Dazwischen agieren Hundertschaften der Polizei. Wir werden gleich zu Susanne Blum schalten in die Nähe des Naturkundemuseums. Anfangen werden wir bei Ines Adam, die in der Nähe der Thomaskirche steht, wo sich Teilnehmer der Lichterkette zur Stunde treffen wollen. Ines Adam, was geschieht da um Sie herum? Ja, normalerweise meiden ja friedliebende Leipziger mittlerweile die Innenstadt. Heute ist das anders. Tausende Leipziger haben sich mit Kerzen in der Hand hier auf der Straße getroffen. Denn mit einer Lichterkette um den Ring will man hier zeigen, hier in Leipzig ist Fremdenfeindlichkeit ganz klar unerwünscht. Mit einem Friedensgebet in der Nikolaikirche ging die Aktion Leipzig bleibt helle 17 Uhr los. Vor gut einer Stunde sammelten sich die Leipziger dann an 5 wichtigen Punkten der Stadt, wie hier auf dem Nikolaikirchhof, um sich für die Lichterkette aufzustellen. An den Sammelpunkten wurden auch die Kerzen mit Windschutz ausgegeben. Wir wollen erreichen, dass hier Ausländer freundlich begrüßt werden und auch hier leben können. Ich möchte erreichen, dass wir einmal die Kette um den Ring geschlossen haben und zum anderen, dass wir ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Mit möglichst so vielen Leuten, wie es geht. Seit einem Jahr gibt es jetzt schon Legida und ich finde, es ist echt nicht gut. Zur Lichterkette aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche. Damit wir einen neuen Konsens schaffen für das friedliche und demokratische Zusammenleben in unserer Stadt, aber auch ein Konsens, also eine Übereinstimmung darin, dass das multikulturelle und multireligiöse Zusammenleben nicht nur bejaht werden muss, sondern dass es auch von uns gestaltet wird. Leipzig, noch gilt es als offene und tolerante Stadt. Einen Imageschaden wie in Dresden gab es bislang nicht. Doch wird das so bleiben? Am Hauptbahnhof wurde aktuell eine Frau von 2 Ausländern sexuell belästigt. Also die Ereignisse von Köln, aber auch einzelne Ereignisse in unserer Stadt sind wirklich eine harte Probe, weil es sehr, sehr schnell zu Vorurteilen kommt, die dann weitertransportiert werden. Ich möchte auch, dass die Kerzen heute Abend dafür stehen, dass wir für alle Opfer, die gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind, das sind die Asylbewerberunterkünfte, Menschen, die dort in Angst leben vor Angriffen. Das sind Polizeibeamte, die mit Steinen getroffen werden. Das sind eben auch Frauen, die sexuell belästigt werden, nicht akzeptiert werden können. Kurz vor 19 Uhr wird die Lichterkette rund um den gut 3,5 Kilometer langen Ring für ein paar Minuten geschlossen. Symbolisch ist die Stadt gegen Fremdenfeindlichkeit geschützt. Ja, und in ein paar Minuten wird hier hinter mir an der Thomaskirche die Abschlussveranstaltung der Aktion Leipzig bleibt helle stattfinden. Da werden dann Oberbürgermeister Jung reden und auch Justizminister Gemko, der übrigens als einziger CDU-Minister an der Lichterkette teilgenommen hat. Und 20 Uhr findet dann auch hier in der Thomaskirche ein Friedensgebet statt. Ines Adam live von der Thomaskirche und etwa 600 Meter davon entfernt in der Nähe des Naturkundemuseums, wo sich die Legida-Anhänger versammeln, müsste jetzt unsere Reporterin Susanne Blum zugeschaltet sein. Ich hatte die angespannte Ausgangslage zu Beginn kurz skizziert. Wie ist die Situation in diesen Minuten, Susanne? Also momentan ist es noch einigermaßen ruhig. Man muss aber auch sagen, dass die Veranstaltung von Legida noch nicht wirklich begonnen hat. Es sind deutlich mehr Anhänger von Legida, die heute hier nach Leipzig gekommen sind. Mehr als in den vergangenen Wochen. Da waren es ja teilweise nur noch wenige hundert. Heute schätzt die Polizei, dass es hier doch um die 2.000 bis 3.000 sein könnten. Aber das sind erstmal vorsichtige Schätzungen. Bei mir ist Andreas Löbki von der Polizeidirektion Leipzig. Herr Löbki, es ist heute eine angespannte Situation. Wieder viele tausend Menschen in der Stadt. Wie ist die Polizei aufgestellt für diesen Abend? Also wir bringen mehrere Hundertschaften zum Einsatz im deutlich vierstelligen Bereich, um dieses Versammlungsgeschehen abzusichern. Wo es eigentlich heißt, sich friedlich zu versammeln, ist in Leipzig so nicht an der Tagesordnung, sondern wir brauchen entsprechende Absperrungen, wir brauchen entsprechende Kräfte, um zu verhindern, dass sich Einzelpersonen und Kleingruppen auf beiden Seiten handgreiflich miteinander auseinandersetzen. Sie sagen, sich friedlich versammeln ist in Leipzig manchmal schwierig möglich. Sie sprechen sicherlich auch die Vorfälle aus dem Dezember an, wo in Connewitz Mülltonnen beispielsweise gebrannt haben und in der Südvorstadt. Auch heute haben Sie im Vorfeld gesagt, befürchten Sie, dass Linksextremisten sich unter die friedlichen Demonstranten mischen. Wie will man das auseinanderhalten seitens der Polizei? Weil es sind auch tausende friedliche Demonstranten unterwegs.
Also das zu differenzieren ist unglaublich schwierig. Das hat auch der 12. Dezember gezeigt. Wir konnten einfach nicht dann verhindern, dass auch unbeteiligte Dritte oder friedliche Demonstrierende getroffen wurden von unseren Maßnahmen des unmittelbaren Zwangs. Deswegen bitten wir ganz einfach auch diejenigen, die hier den Protest auf die Straße bringen wollen, in friedlicher Form, wenn sie es dann feststellen, sich zu distanzieren und einen anderen Ort aufzusuchen. Vielen Dank, Andreas Löbke von der Polizeidirektion. Und auch dieser Abend wird wie so mancher Montag in Leipzig wieder ein Arbeitssommer für die Polizei. Susanne Blum live von der Nähe des Naturkundemuseums, wo die Legida-Anhänger sich zur Stunde treffen.